Mein Gott, hoffentlich pennen die in Stuge nicht. Ja, hier ist der Bürgermeister, hier ist die Katastrophen, 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 Einsatzleiter. Ich brauche sofort eine Verbindung zum Landeskastrat. Landeskatastropheneinsatzleitung. Ja, das weiß ich selber, dass es Mittelländernacht ist. Genau genommen ist es 4:05. Aber es ist nun einmal so, dass ich Katastrophen nicht nach der Uhrzeit richte, ihr Schnarchzapfe. Was bei uns los ist? Ja, das weiß doch Ihnen, das will ich auch von euch wissen. Ja, aber bitte, aber Dali. Gott mal, aber. Herr Justus Bürgermeister, Katastropheneinsatzleiter. Ich brauche sofort den Wachtmeister Reile. Was, wieso ist der denn da? Der ist draußen, guckt, was los ist. Ja, hier selber sämtliche Alarmglocken läuten. Nein, ich weiß doch auch nicht warum. Wenn der Reile wieder zurück ist, soll er sofort bei mir anrufen. Aha, nee. Was ist denn los? Das weiß ich nicht. Das ist ja lebensgefährlich. Was? Gerade hat mich der Wachmeister Reule auf dem Marktplatz mit seinem Fahrrad hier über den Haufen geführt. Sag mal, wieso bist du im Strafanzug und nicht in deiner Kastadofen-Uniform? Weil ich geschlafen habe. Hm? Aber erstmal habe ich schlecht geschlafen, weil ich gar fürchterliches von der Alp träumte. Was ein Albtraum hätte. Genau. Und zweitens kann bei dem Krach kein Mensch schlafen. Hm? Ja. Oh. Die Feuerwehr kommt zurück. Wahrscheinlich hätten sie wieder mal den Schlauch vergessen. Was? Aha. Ja, erster Bürgermeister, Katastrophen, Einsatzleiter. Reule, was ist los? Was soll das heißen? Sie wissen das nicht. Oh. Bei einem Katastrophenalarm hat ein jeder zu wissen, was los ist. Basta. Ist THW ausgerückt? Ich meine halt, wenn die Feuerwehr gerade wieder zurückgekommen ist. Was? Den du Schlauch vergessen? Sag ich doch. Eule, wo brennt's denn? Nirgends. Sehr gut, weitermachen und mir dann sofort Bescheid sagen, was los ist. Haha, nee. Oh, Jesus, alles. Die ringen wieder aus. Wahrscheinlich hätten sie den Schlauch gefunden. Sieh, in meinem Albtraum, da die ganze Stadt brennt und die Feuerwehr hat den Schlauch nicht gefunden. Hannes, das wäre ja furchtbar. Einen solchen Traum wünsche ich niemandem. In der ganzen Stadt das reine Chaos. Ja, das ist reine, ja, schon Bürgermeister, das Rufen heißt das leider. Reule, was ist los? Aha, Lagebericht, jawohl, ich notiere. Der Herr Pfarrer ladet seine Wein- und Schnapsflaschen in das Schlauchboot vom THW. Was? Da spendet er! Da müsste Verständnis haben, für den ist ja die Sintflut ständig allgegenwärtig. Reule, das geht doch nicht. Wir brauchen doch dieses Schlauchboot für eventuelle Evakuierung unserer Bürger bei einer Flutkatastrophe. Ja. Ja, das weißt du selber, dass gerade nicht regnet, aber irgendetwas wird schon noch kommen. Wissen Sie, was los ist? Noch nicht. Aha, ja, weitermachen, mir eine Meldung machen. Ade. Herr Bürgermeister, meine Nerven machen das nicht mehr lang mit. Also, wenn es so kommt wie in meinem Traum, wäre es besser, wir trinken den Schnaps jetzt. Oh, Hannes, wenn man noch auch wisst, was los ist, Mensch. In meinem Traum war vielleicht was los, sage ich Ihnen. Da war was los, aber kein Mensch hat gewusst, was. Oh, Hannes. Was ist? Prost, Herr Bürgermeister. Alles, wir sind für eine Katastrophe wie diese einfach zu schlecht ausgerüstet. Ich sag doch schon lange, Hundestaffel, ein Hubschrauber und ein zweiter Schlauch für die Feuerwehr kehrt her. Wie sagst du das? Ja, das ist der Bürgermeister, Katastrophe, Einsatzleiter. Reule, was ist los? Lagebericht, da wollte ich notieren. Unsere Bürgerwehr steht an der Grenze von Schriedingen. Keine Feindberührung. Aha. Leute, den abbringen. Die Stellung wird kalter. Ja. Das kann ja sein, die kommen nur. Ja. Was ist nur? Was? Die Ochsenwirtin trägt ihren Mann Huckepack auf dem Rücken aus der Stadt.
Die Faustkröte wird aus Weinsberg sein. Aber um ganz ehrlich zu sein, dem Haus, da will ich auch nicht mehr wohnen. Oh. Also, weiß man warum? Weil er psoff ist und sie nicht weiß, was los ist? Nein, Rüdi, ich weiß nur, dass ich nicht psoff bin. Ja, die. Hannes. Ein Albtraum? Ein Albtraum, die Leute verlassen unsere Stadt. Ich nicht, Herr Bürgermeister. Ich bleib bei Ihnen bis zum bitteren Ende. Es wäre schade um jeden Tropfen dort. Da ist mal eine Katastrophe, Einsatzleiter. Reule, was ist los? Lagebericht, jawohl, ich notiere. Die Witwe Hutzler springt schon zum 17. Mal aus dem zweiten Stock in das Sprungtuch der Feuerwehr. Wieso denn das? Weil es ihr Spaß macht. Sag mal. Eule. Eule. Hallo, Eule. Eule, sag mal, spinnst du bei dir bei der Selle? Was? Reul, ich will sofort von dir wissen, was los ist. Was? Was soll das heißen? Nichts ist los. Irgendetwas muss doch los sein. Dieser Katastrophenalarm, der kommt doch nicht aus dem Nichts. Ich erwarte von Ihnen ein sofortiges Umgehende. Ja, von mir aus, ja. Ade. Hannes, lass uns rekapitulieren. Nein, Herr Bürgermeister, wir geben nicht auf. Hannes, ich habe gesagt rekapitulieren und nicht kapitulieren. Ach so, ja, dann mache ich nicht. Hannes, laut Vorschrift müssen wir bei einem Katastrophenalarm mit dem Schlimmsten rechnen. Herr Bürgermeister, ich habe das Schlimmste hinter mir, Prost. Wenn Sie schon mal träumt, dass Außerirdische unsere Stadt angreifen? Nein, noch nie, Hannes. Und kurz drauf eine Feuersbrunst ausbricht. Bei nur einem Schlauch? Hannes, das wäre nicht auszudenken, Prost. Und bloß 5 Minuten später ein sinnflutartiger Platschregen einsetzt. Das wäre gut, Hannes, weil dann hätte das Feuer keine Chance mehr. Hannes, jetzt fällt mir auch wieder ein, warum wir damals nur einen Feuerwehrschlauch herdrehen. Genau, ich denke, jetzt wäre alles soweit gut. Aber dann kam der Meteoriteneinschlag. Was? Herr Bürgermeister, so ein Broker ist direkt ins Dach vom Ochsenheim gefahren, hat durchgeschlagen und ist auf dem Stammtisch, wo Sie und die Herrin Honoratioren gesessen sind, glühend und rauchend liegen geblieben. Leck mich am Arsch. Und dann? Sie haben gerade noch rechtzeitig einen Satz auf Zeit da kennen. Oh, Hannes, das war knapp. Also, die weiß es alles gar nicht mehr. Aber Ihr Viertel, Ihr Trollinger, hat noch nicht einmal angetrunken. War voll im Eimer. Was? Na, zahlen Sie auch nicht. Brauchen Sie auch nicht. Das sind ja die Außerirdischen erledigt. Überhaupt, die haben noch 3 Lokale runtergeschmissen, haben sie gezahlt und sind gegangen. Na, dann ist alles gut. Nein, eben nicht. Wieso? Wir haben unseren Pfarrer mitgenommen. Was? Wieso denn ausgerechnet den? Weil ich denen dummerweise nach dem 3. Viertel erzählt habe, wie man Glockenputze macht. Und jetzt wollen die das auf dem Mass auch spielen. Und brauchen natürlich einen, der dir aufmacht und schimpft. So. So, Hannes. Hannes, jetzt hast du uns zum Fahrer aufgewiesen. Ich bin denen gleich hinter drein gesprungen, um den Fahrer zu retten. Aber auf der Straße hat mich dann nur eine gellende Menschenleere empfangen, sodass ich vermutet habe, dass die alle unsere Bürger mit auf der Mast genommen haben. Ja, Herrgott, jetzt verklangt, wenn Sie die Segel vom Gemeinderat mitgenommen hätten. Ja, in meiner Verzweiflung habe ich da. Alarm schlagen, natürlich, du Sempel. Ja, genau, das ist nicht da. Sehr gut. Ich bin ins Rathaus gesprungen und habe sofort den Katastrophenalarmmelder ausgelegt. Das hast du sehr gut gemacht, Hannes. Ja. Und dann? Und dann bin ich zurück auf den Marktplatz. Aha. Und dort? Und dort hat mich der Wachmeister Reile mit seinem Fahrradschirr über den Haufen geführt. Yes, und dann? Und dann. Ja, und dann? Und dann bin ich aufgewacht. Dann bist du aufgewacht? Und ja. Bist du aufgewacht? Aber bei dem gottsmillionischen Krach kann doch kein Mensch schlafen. Schlafen? Ja. Jetzt sag bloß, du sollst du alles bloß träumt. Ja, Gott sei Dank bloß träumt. Herr Bürgermeister, stellen Sie sich vor, ich hätte es alles nicht bloß träumt bei bloß eurem Schlauch. Ja, spinnst denn du?
Du kannst doch nicht einfach Katastrophenalarm auslesen. Jetzt haut jeder durch die Stadt und keiner weiß, was los ist. Aber wenn keiner weiß, was los ist, dann ist doch das eine Katastrophe. Oh!